GoodNotes eignet sich natürlich hervorragend für handschriftliche Notizen oder Skizzen. Im schulischen Kontext wird es oft aber auch benutzt, um Annotationen auf PDFs oder Bildern vorzunehmen. Diese Dateien, die können direkt mit der Kamera aufgenommen werden oder über eine entsprechende Scanner-App. Evernote beispielsweise hat eine geniale Funktion, die das Blatt dann automatisch auch optimiert und entzerrt. Oder die Dateien können auch über einen entsprechenden Cloud-Dienst oder direkt übers Internet bezogen werden. Diese Dateien können als Einzeldateien importiert werden oder als Seiten in ein bestehendes Notizbuch integriert werden. Das ist ein bisschen eine Frage der Organisation. Gewisse Leute haben gerne alles in einer großen Datei, also in einem großen Notizbuch. Andere haben lieber viele Einzeldateien, die sie in einer bestimmten Reihenfolge. Egal, ob du jetzt schon ein Notizbuch aufgerufen hast oder direkt auf dieser Übersicht etwas importierst, hier kannst du ein neues Notizbuch erstellen, wie bereits gesehen, oder eben den Import-Dialog aufrufen. Ich wähle jetzt iCloud Drive. Natürlich könnte man etwas aus der iCloud beziehen, aber ich verwende hier Standorte und hier siehst du weitere Datei-Apps, zum Beispiel eben DS-File, und ich kann direkt diese Online-Festplatte aufrufen und zum Beispiel eben Französisch. Das entsprechende Arbeitsblatt runterladen. Und in diesem Fall ist es jetzt auf dieser Ebene. Hier kann ich es auch noch verschieben. Mit Bearbeiten wähle ich die entsprechende Datei aus und über Bewegen kann ich sie einer bestimmten Kategorie, die du hier über das Plus erstellen kannst, noch ablegen. Ich habe hier fürs Envol 1 bereits eine Kategorie angelegt. Und hier rufst du sie auf, um sie zu bearbeiten. Noch eine weitere Möglichkeit. Hier in Safari habe ich eine PDF-Datei geöffnet und normalerweise steht dann oben rechts eine Standard-App. Vielfach ist das iBooks bei einem PDF. Falls du eine andere App verwenden möchtest, so hast du unter mehr den Import-Dialog und hier sind all diese Apps, die in Frage kommen und da in dieser Liste sollte auch GoodNotes sein. Falls du das häufiger brauchst, so kannst du die Reihenfolge hier auch ändern, damit du nicht immer so weit nach hinten scrollen musst. Tippe drauf und jetzt werde ich gefragt, ob ich das in diese geöffnete Datei importieren möchte und wenn ja, darüber oder darunter oder ob ich ein neues Dokument erstellen möchte. In diesem Fall wähle ich Neues Dokument erstellen. Ich werde nach der Kategorie gefragt. Zu dieser Übung habe ich jetzt keine passende Kategorie, deshalb wähle ich ohne Kategorie und jetzt wird es auf der obersten Ebene angelegt und ich kann hier zu arbeiten beginnen und bei Bedarf diese Datei auch später noch einer bestimmten Kategorie zuordnen.